72 und trainiere im CleverFit in Goldach. Ich kenne den Giuseppe schon lang. Ich war Kindergärtnerin in Horn und der Giuseppe war bei mir im Kindi. Und Andrea auch und Raphael auch. Und so kennen wir einander. Giuseppe war gang ein bisschen braver. Und Andrea auch sehr. Und Raphael, ich bin froh, ist er ein Lausbub gsi. Schon sehr gut. Es sind ganz schöne Kindheitserinnerungen, die immer wieder aufkommen, wenn ich mit ihr rede. Wir diskutieren da viel von dieser Zeit. Und wir haben immer wieder zu lachen. Es war eine ganz schöne Kindheit. Mir hat sehr gefallen bei der Rosmarie im Kindergarten. Ich habe mich noch ein bisschen daran erinnern, dass wir immer zum Znüni hat sie so einen gesunden Znüni gegeben. Da kann ich mich noch gut erinnern. Ich mag mich auch erinnern, auch an Znüni Rosmarie. Ich habe aus dem Öpfel immer ein wunderschönes Entli bekommen und habe mich auf Pause gefreut und wollte auch einmal Kindergärtnerin werden. Dass ich mein Wohlbefinden stärke, meine Gesundheit. Und ich gehe meistens nachher aus dem Fitness wirklich singend raus. Dann bin ich überglücklich den ganzen Tag. Ich spiele Leistungssport Handball. Und dann gehört das Fitness auch dazu. Und ich brauche es auch als Ausgleich zum ganzen Schultag, wenn man den ganzen Tag sitzt und später an der Universität dann auch. Ich geniesse es hier im Fitness Goldach zu sein. Man kann zu jeder Tageszeit fast kommen, den ganzen Tag. Es ist ein Ausgleich für den Heim zum Arbeiten, auch mal für die Familie. Tut einfach gut. Was ich hier im CleverFit sehr, sehr gut finde, ist die Angestellten, die hier sind. Wenn ich am Morgen komme und fast allein hier bin und mir fehlt irgendetwas oder ein Gerät, weiss ich nicht mehr genau, ist gern jemand hier und man ist freundlich dann und ich kann rufen, sie zeigen mir immer und sie können auch zwischendrin schauen, machst du es richtig oder machst du es falsch. Das finde ich halt ganz gut hier. Wir sind jung und alt hier, alle trainieren miteinander, alle haben es gut miteinander, das ist ja schön, wir diskutieren, wir lernen etwas von den Eltern, den Jungen, etwas von den Eltern, die Eltern etwas von den Jungen, die Einstellungen, das ist ein schönes Treffen. Und wir haben verschiedene Bereiche im Handelraum, wo sehr viele Junge trainieren. Aber schön ist auch immer zu sehen, dass all mehr Frauen hinterher gehen. Und auch die älteren Leute, Generationen, sind auch schon fleissig hin am Trainieren. Weil es gleich eine andere Belastung ist auf der Muskulatur, wenn die freien Gewichter zu arbeiten. Und wir sind natürlich auch immer froh, wenn die Leute kommen, uns Sachen fragen. Weil das ist unser Job, das haben wir gelernt. Und wir tun gerne unser Wissen weitergeben und sind immer für die Leute da.